Und damit herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf Sams Fußball Channel. Ich bin's, euer Sam, und ihr seht schon im Titel, heute das nächste Video auf meinem Kanal. Und zwar kümmern wir uns heute um die Teams, die in der Wintertransferphase noch Spieler holen sollten. Und da sind das 4-5 Teams, vielleicht auch ein paar weniger, ich bin mir nicht ganz genau sicher. Also diese Teams sollten auf jeden Fall im Winter neue Spieler holen. Und ich denke, wir starten jetzt mit dem ersten Team, mit der ersten Mannschaft. Und zwar ist das direkt mal mein Lieblingsverein, und zwar der FC Bayern München. Ja, es wurde viel in der letzten Zeit über Bayern geredet, über die sogenannte Holding Six, ob Bayern noch einen Spieler holen sollte. Man hat sich jetzt, glaube ich, mit einem offensiven Mann verstärkt, mit einem Flügelspieler, und zwar mit Saragossa von, ich weiß gerade nicht, von welchem Team. Schreibt es unten in die Kommentare, woher der kam. Ist, glaube ich, schon bestätigt, wenn ihr das Video seht. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um einen Mittelfeldspieler. Den wollte Tuchel ja unbedingt haben, und zwar einen defensiven Mittelfeldspieler. Und zwar habe ich da für heute mal zwei mitgebracht. Der eine kursierte immer wieder in den letzten Wochen und Monaten rum, und zwar ist das Palinha von Fulham. Der wurde oft genannt und ist ein, portugiesischer Mittelfeldspieler aus der Premier League. Sein Marktwert liegt ungefähr bei 40 Millionen. Die Bayern haben ja auch versucht, ihn schon im Sommer zu holen. Damals hat es nicht geklappt. Im Winter wollen sie vielleicht möglicherweise einen zweiten Versuch starten, und Palinha wird so um die 50 bis 60 Millionen kosten, vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber das ist der Preis, den Bayern zahlen sollte, beziehungsweise zahlen werden muss. Palinha, defensiver Mittelfeldspieler, und ist einer, den Tuchel sehr schätzt, den Tuchel ja auch im Sommer schon haben wollte. Der zweite Mittelfeldspieler, den ich schon auch gehört habe ab und zu mal, ist der derjenige, und zwar Zubimendi von Real Sociedad. Auch ein defensiver Mittelfeldspieler, eher ein bisschen jünger, und zwar so 24 Jahre alt, ist spanischer Nationalspieler, beziehungsweise hat schon in der spanischen Nationalmannschaft gespielt und ist meiner Meinung nach richtig gut. Er könnte sehr gut in das Profil der Bayern passen. Er ist passstark, er hat eine gute Übersicht, was seine Mitspieler angeht, hat eine gute Ballkontrolle, eine gute Technik. Die Spanier sowieso ja immer eine sehr gute Technik. Und er wird so um die 40 Millionen kosten, ungefähr, vielleicht auch ein bisschen mehr. Zubimendi ist einer der aktuellen Shootingstars in der La Liga. Wo ich auch noch finde, wo die Bayern auf jeden Fall Verstärkung brauchen, ist in der Verteidigung. De Ligt fällt noch ein bisschen länger aus, und Stand jetzt hat man nur in der Innenverteidigung Spieler wie Upamecano und Kim. Das heißt, man bräuchte auf jeden Fall noch mindestens einen Innenverteidiger. Und da habe ich mich entschieden für einmal Raphael Varane. Der wurde ja auch sehr viel diskutiert. Der Franzose von Manchester United ist angeblich sehr unzufrieden mit seiner aktuellen Rolle bei Manchester United. Er kostet um die 30 Millionen, und da könnte ich mir auch vorstellen, dass Bayern München mal anfragt und vielleicht auch möglicherweise ein Angebot vorliegt. Varane ist jetzt, glaube ich, mittlerweile 30 Jahre alt ungefähr, hat ein bisschen an seiner Form zu kratzen. Das heißt, er ist nicht mehr der Raphael Varane aus Real Madrid Zeiten. Aber vielleicht mit ein bisschen Glück, wenn das mit Bayern klappt, dann kommt er vielleicht auch wieder so ein bisschen besser in seine Spur rein. Der zweite Spieler, den ich mich entschieden habe, der ganz interessant aussah, war Lucas Beraldo. Der spielt bei Sao Paulo in der brasilianischen Liga, und auch der ist Innenverteidiger. Ist, glaube ich, ca. 19, 20 Jahre alt, also noch sehr, sehr jung und damit auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Potenzial da. Er kostet auch so um die 20 bis 30 Millionen Euro, beziehungsweise Pfund, wie man es nennen möchte, und ist auf jeden Fall auch auf der Liste der Bayern. Da bin ich mal gespannt, ob man sich vielleicht für so eine Variante entscheidet. Denn wenn man sich für einen etwas älteren Spieler entscheidet, dann hat man natürlich nicht so viel Potenzial, was die Zukunft angeht.
Von daher merkt euch mal den Namen Lucas Beraldo, ein sehr interessanter Spieler. Machen wir weiter mit dem nächsten Team, und zwar kommt das aus England und hat meiner Meinung nach ziemliche Probleme in der Offensive. Und zwar was das Kreieren von Torchancen angeht, was das Abschließen von Torchancen angeht. Højlund hat man geholt im Sommer für knapp 70, 80 Millionen. Der ist aber bis jetzt noch nicht wirklich in auf Temperatur gekommen und hat bis jetzt in der Premier League noch kein einziges Tor geschossen. Deswegen waren da immer Gespräche mit einem gewissen Timo Werner im Gespräch. Und zwar ist der ja aktuell unzufrieden bei RB Leipzig. Er war jetzt ab und zu mal verletzt in den letzten Spielen, heißt ergo nicht gespielt. Es waren die Gerüchte, ob das vielleicht funktioniert, Manchester United und Timo Werner. Und ich muss sagen, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist ein guter Fit, denn auf den Flügeln hat man zwei Spieler mit Rashford, Anthony und Garnacho. Aber was die Sturmspitze angeht, was eben Højlund angeht, klar, Højlund ist Stammspieler, ist da gesetzt als Nummer 9, aber man hat eben keinen Ersatz. Wenn man Timo Werner vielleicht in einer Doppelspitze mit Højlund und Werner spielen würde, könnte ich mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist Werner auf die Außen zu packen und dann eben mit Werner, Højlund und rechts Anthony zu spielen. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Werner kostet, glaube ich, aktuell so 30 bis 40 Millionen, würde ich mir mal schätzen. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Schreibt eure Meinung mal da unten in die Kommentare. Was glaubt ihr, passt Manchester United und Timo Werner? Der zweite Spieler, falls sich Manchester United nicht für Werner entscheiden sollte, wäre auch ein Stürmer, und zwar ein bisschen eine andere Art Stürmer. Und zwar ist die Rede von Guirassy. Guirassy aktuell bei Stuttgart richtig am Aufdrehen und Tore schießen. Ich glaube, stand jetzt 15 Tore alleine in der Bundesliga. Halb Europa jagt diesen Stürmer und auch er wäre meiner Meinung nach ein guter Fit. Denn Guirassy ist nochmal ein Ticken größer, ist eine Tick andere Spielart von Stürmer als Højlund und könnte meiner Meinung nach gut in das System von Manchester United passen. Er spielt so ein bisschen wie Wout Weghorst in der letzten Saison bei Man U. Und das hat ja sehr gut geklappt. Als Weghorst gekommen ist, hat Manchester United anders gespielt, hat besser gespielt. Und auch das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Guirassy zu Manchester United, eine mögliche Option. Machen wir weiter mit dem vorletzten Team des heutigen Videos. Und zwar geht es da um Borussia Dortmund. Und auch die brauchen dringend Verstärkung im Winter. Sind jetzt gegen Stuttgart 2:0 aus dem DFB-Pokal rausgeflogen. Und da hat man gemerkt, wo es gewaltig wackelt und hapert. Denn ja, meiner Meinung nach braucht Dortmund auf jeden Fall Verstärkung in der Verteidigung. Mats Hummels wird nicht älter, der sah gegen Stuttgart auch nicht wirklich gut aus. Und da habe ich mich entschieden für ein junges Talent aus der Eredivisie. Und zwar ist die Rede von Jorel Hato von Ajax Amsterdam. Der Junge ist gerade mal 17 Jahre alt und spielt schon Stammspieler in der holländischen Liga bei Ajax und macht das ganz souverän. Dortmund ist bekannt dafür, junge Talente auszubilden, weiterzubilden und sie zu krassen Spielern zu formen. Also warum nicht mal mit einem Innenverteidiger? Das hat bekanntlich bei den Dortmundern eigentlich in der Vergangenheit sehr gut geklappt. Siehe Spieler wie Nevin Subotic, Mats Hummels, Marc Bartra war eine lange Zeit auch sehr gut. Zuletzt Spieler wie, jetzt komme ich gerade nicht drauf, hatten sie noch mehrere, schreibt einfach mal unten in die Kommentare. Es gab auf jeden Fall ein paar Innenverteidiger, Akanji, Zagadou, die waren immer mal wieder ganz gut beim BVB. Also warum nicht wieder ein junges Talent sich hinten in die Verteidigung stellen. Wo es noch beim BVB ordentlich wackelt und hapert, ist die Offensive. Spieler wie Daniel Malen und Karim Adeyemi sind gerade nicht ganz so gut in Form. Deswegen vielleicht einen neuen alten Bekannten zurück in den Signal Iduna Park holen. Und zwar ist die Rede von Jadon Sancho. Da waren ja die Gerüchte immer wieder am Brodeln, ob er nicht wieder zurück zu Dortmund kommt.
Und ich kann mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass Jadon Sancho wieder eine sehr gute Performance bei Dortmund abliefern wird. Er fühlt sich sehr gut in Dortmund, er hat auch da schon gezeigt, was er kann, ist da zum Breakout-Star geworden und dann in die Premier League gewechselt. Seitdem hat er nicht wieder richtig in die Spur gefunden und ist quasi öfter mal aussortiert worden von Erik ten Hag. Und ja, das tut seiner Karriere natürlich nicht wirklich gut. Von daher hier das Modell, vielleicht eine Leihe bis zum Sommer und dann ihn vielleicht fest verpflichten, wenn er denn performen sollte. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare, wäre Sancho zurück zum BVB eine gute Lösung. Schreibt eure Meinung zu diesen ganzen Mannschaften in die Kommentare. Außerdem, welche Mannschaft habe ich vielleicht vergessen? Welche Mannschaft muss vielleicht im Winter nochmal nachlegen und neue Spieler oder einen neuen Spieler verpflichten? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen hoch freuen. Abonniert den Kanal auch gerne für weitere Videos. Auch das würde mich sehr freuen. Das war's von mir. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Sam.